Na gut. Dann sprechen wir mit der Dame. Oh. I've seen wild stars in the sky before, but I've never seen them beneath my feet. Ja, das sollte Iridian sein. Das bist du. In dem Sternbild in der Nähe erkennst du die Gestalt eines seltsamen gehörnten Tiers. Gelegentlich glaubst du zu spüren, dass der Schrein selbst eine leichte Kälte ausstrahlt. Zu Rumgrand beten. Nein, weggehen. Gib mal von den Sternen darunter, das ist sehr irritierend. Hm? So, und du suchst jetzt Margren. Als du dich Wales Schrein näherst, erfüllt ein gellendes Geräusch deine Ohren. Es gibt keine andere Reaktion. Ja, weil seine Verkörperung auf Erden wahrscheinlich vernichtet wurde und er dadurch nicht mehr so viel Zugriff hat auf diese Sphäre. Beras. Hylea. Das sind zu wenig Schreine. Galawain. Würdika. Hm. Das ist problematisch. Wir wollen zu keinem von denen beten. Margrim, da. Können wir das hier irgendwie drehen, dass wir Zugriff zu anderen bekommen oder so? Oder haben wir von hier aus einfach keinen direkten Kommunikationsweg mit ihr? Also vielleicht müssten wir erst mit Galloway sprechen, um dann Zugriff zu bekommen auf die Domäne von Markran? Was hat Galloway denn so? Gottheiten. Galloway. Gott der Jagd, der Meuchelmörder, der Verfolgung, der Wildnis und der Raubtiere. Nee. Nicht wirklich. Würdiger macht nichts. Er da unten macht auch nichts. Also wir haben nur die Auswahl zwischen Galloway. Rumgard, der Kälte, Winter, Pech, Hungersnot und Naturkatastrophen widerspiegelt. Also ein Jäger, Kälte und Tod und Beras war Tod und Wiedergeburt. Gott des Todes, der Kreisläufe der Türen, der Sterblichkeit und der Unvermeidbarkeit. Wenn die Unvermeidbarkeit nicht wäre, wäre es ein echt passender Gott. Sterblichkeit vielleicht auch noch weg. Beres ist der Hüter des Kreislaufes von Leben und Tod, in dem wir nicht wirklich mehr drin stehen. Wenn wir sterben, ist unsere Seele einfach irgendwo anders drin. Aber das ist bei allen so. Also ist der Tod nicht wirklich was Schlimmes. Ja, ich denke, wir beten dann zu ihm. Klingt wie eine bessere Alternative als die anderen beiden. Hylea. Himmel, Mutterschaft, Kreativität, Gesang und Erfindungsreichtum. Nö. Okay, wir sprechen mit dem Tod. Du kniest dich vor dem Schrein nieder und bereitest dich darauf vor, die rituellen Worte zu sprechen. Oh. Welche rituellen Worte? Seine wahrscheinlich, ja? Der Kampf ist unsere grundlegendste Natur. Nein. Geh mal kurz weg. Beras, da. Taucht Beras meist in der Form eines bleichen Paladins oder den Totengräber auf. Bleicher Paladin, das würde zu Marissa passen, hm? Sie war ja auch mal ein Paladin. Bis sie dann den Sturm miterlebt hat, bei der Karawane damals. Zwei skelettartige Gestalten, welche diese Todgewalten herausfordern oder überlisten. Oh, das klingt denn echt nicht schlecht. Ja, aber was wissen wir noch über ihn? Wir werden wahrscheinlich ein Buch finden müssen. Über Beras. Gucken wir doch gleich mal. Während wir über andere Götter laufen. Korrespondenzen von Gabenbringer Iden. Ja, Ondras Trauer. Göttin der Meere. Nein. Was bist du? Die heiligen Weitwänden. Nein, aber nimm mal alle mit in unsere Büchersammlung.
Schreiben der okkulten Hand. Whale. Zähnefletschen, Whale. Nein, das ist Whale. Jonas letzte Tagebuch. Skeien. Sklave. Ja, es geht auch um Skeien. Da. Wie treffend, dass wir den Gott der Kreisläufe, Türen, Sterblichkeit und Unausweichlichkeit als Beras kennen, während die Valianer eben jenen Gott als Cirono kennen. Denn Beras lernt uns vor allem eins, dass in allen Dingen Dualität besteht. Es liegt Leben im Tod und Tod im Leben. Erkenne und schätze diese Dualität und du ehrst Beras. Okay. In Ruinen von Ayaglanfas wird Beras in Form von zwei halbskelettartigen Gestalten dargestellt. Eine männlich, die andere weiblich. Leben im Tod und Tod im Leben. Das könnte der Spruch sein, den wir brauchen. Männlich und weiblich. Innen und außen. Leben und Tod, wenn wir an Beras denken, stellen wir uns oft als die zwei Seiten einer Münze vor. Oder als die zwei Endpunkte einer Reise. Es heißt, dass Beras von allen Göttern die meisten Bittsteller hat. Vermutlich ist es wahr, denn wer von uns hat noch nie darum gebeten, dass der Kreislauf stockt? Wer hat noch nie in einem Augenblick der Trauer Beras angeschrien, nur für einen geliebten Verstorbenen eine Ausnahme zu machen? Beras rettet vielleicht unsere Verstorbenen nicht, aber er beantwortet unsere Gebete auf seine eigene göttliche Weise. Beras ist der Gott, der das Leben im Tod enden lässt, und er ist der Gott, der den Tod im Leben enden lässt. Beras, Cirono, Befnen, I, Ankef, Ankef, I, Befnen. Welchen Namen man auch immer bevorzugt. Die Gottheit verdient unsere Gebete, denn sie hat uns das Versprochen der ewigen Erneuerung des Lebens gegeben. Gut, Leben im Tod, Tod im Leben. Alles mit. Geh da unten. Nicht. Ah, das gehört noch mit dazu. Dem Tod wohnt Leben inne, dem Leben Tod. Die Luft um dich herum bewegt sich, als hätte ein nicht zu spürender Wind gedreht und unerwartete Wärme mit sich gebracht. Du spürst das seltsame Gewicht einer unsichtbaren Präsenz und von Blicken, die auf dir ruhen. Ah, ah. Du kniest nieder und betest zu Beras. Obwohl deine Augen geschlossen sind, siehst du eine Straße, die sich endlos zu erstrecken scheint. Die Sterne über dir rasen im Uhrzeigersinn über dem Himmel. Sie verschwinden am Horizont zu deiner Linken und gehen zu deiner Rechten wieder auf. Du versuchst Einzelheiten neben der Straße zu erkennen, aber deine Augen können nicht klar sehen. In einem Augenblick glaubst du, eine nebelbedeckte Wiese zu sehen, im nächsten schroffe Felsenwände. Einmal siehst du sogar ganz kurz Wellen an dem Straßenrand schwappen. Würdest du in die sich stetig verändernde Landschaft treten, du bist sicher, du würdest nie wieder auf die Straße kommen. Du weißt, dass es eine Vision ist, aber die Erde unter deinen Füßen fühlt sich fest an, die Nachtluft kalt auf deinem Gesicht. Du gehst. Deine Füße tragen dich scheinbar aus ihrem eigenen Willen vorwärts. Vor dir erhebt sich etwas. Als du dich näherst, siehst du zwei Steinfiguren, die dir seltsam vertraut scheinen. Befnen i Ankef und Ankef i Befnen, zwei der ältesten Darstellungen von Beras. Alos ist auch hier. Du erinnerst dich an die Türen nach Kliaban Rilak und die zwei Gestalten, die in den Berg daneben gehauen worden waren. Die eine Gestalt sieht leicht männlich aus, die andere leicht weiblich. Nur eine dünne Schicht Fleisch bedeckt ihre skelettartigen Körper, die sich so winden, dass sie die Tür zwischen sich ansehen. Die Tür aber ist nicht das, was du in den Ruinen gesehen hast. Sie ist ein Schädel, glotzend und kieferlos. Als du ihn ansiehst, scheint sein offener Mund zu wachsen. Die Arme der zwei Steinskulpturen deuten auf den Mund, als würden sie dich einladen, ihn zu betreten. Ja, was machen wir jetzt wohl? Natürlich gehen wir da rein. Die Straße führt durch den Mund in eine weitere, sich stetig wandelnde Landschaft unter einem Sternenhimmel. Als du durch den Mund trittst, siehst du in der Ferne eine identische Tür. Ein Zwerg steht regungslos davor. Du drehst dich um und blickst hinter dich, wo der Schädeltor vor dir siehst.
das du eben passiert hast. Eine Elfin wartet auf der Straße. Genau wie der Zwerg steht sie regungslos da. Also es wird keine lineare Reise sein. Das heißt, selbst wenn wir jetzt zurückgehen würden in Richtung Elfin, würden wir nicht da rauskommen, wo wir reingekommen sind. Da bin ich mir relativ sicher. Dennoch passt es eher zu Marissa, vorwärts zu gehen, anstatt Zweifel zu haben, sich umzudrehen und woanders lang zu gehen. Das heißt, wir sprechen den Zwerg an, der auf unserem momentanen Weg vor uns stehen sollte. Du gehst auf der Straße weiter in Richtung des Zwerges. Er blickt auf, als du dich näherst. Aber du kannst nicht sagen, ob er dich anblickt oder durch dich hindurch. Sein Gesicht ist glatt, aber schlaff, als wäre das Fleisch nicht mehr mit den Muskeln darunter verbunden. Plötzlich beginnt sein Gesicht sich zu verändern. Falten erscheinen um seine Augen herum. Sein Mund senkt sich. Es ziehen sich tiefe Linien von seiner Nase zu seinen Mundwinkeln. Seine Wangen werden schlaff. Das Fleisch hängt wie Teig herunter. Er hebt seine Hände, die er zusammengelegt hat, als würde er daraus trinken wollen. Sie sind voller Blut. Er führt sie zu seinem Gesicht und beschmiert sich. Von seiner neuerdings faltigen Stirn bis zu seinem fleischigen Wangen. Als er die dunkle, klebrige Flüssigkeit in seine Haut massiert, verschwinden die frischen Falten. Die herabhängenden Wangen ziehen sich zurück und sein Fleisch strafft sich, als würde es wieder an seinem Schädel befestigt werden. Er erhebt den Kopf. Dieses Mal weißt du, dass er dich anblickt. Sein erneuertes Gesicht sieht aus wie eine Maske, unnatürlich glatt und still. Seine schwarzen Augen dahinter sind wie zwei hungrige Gruben, gehen wie die leeren Münder von Totenschädeln. Komm, erbringe dein Opfer für die Ethic Noll. Sein Körper versperrt den Weg, er streckt dir eine blutige Hand entgegen. Seine Hand ergreifen, dann würde uns wahrscheinlich etwas angetan werden. Oder ihn angreifen. So oder so würde es zu Blut vergießen führen. Und so oder so würden wir ein Opfer bringen. Eventuell. Probieren wir es. Wir greifen ihn an. Du schlägst zu und bist überrascht, wie leicht die Haut durch seinen Hieb nachgibt. Sie zerreißt wie getrocknetes Leinen, entlang einer Naht, die an seinem Arm beginnt und sich über seinen ganzen Körper erstreckt. Blut sprudelt in solchen Mengen aus ihm hervor, dass du dir schwer vorstellen kannst, dass er je etwas anderes in sich getragen hat. Und tatsächlich, sobald das Blut den Zwerg verlassen hat, fällt er zusammen wie eine ausgetrocknete Hülle. Das Blut auf dem Pfad leuchtet mit der Essenz von 1000 Seelen. Die Essenz verdampft, glänzende Fäden steigen in den Nachthimmel empor. Erst jetzt, da er tot ist, kannst du weitergehen. Das Blut sammelt sich um deine Füße herum. Du blickst auf und siehst die Elfin ein Stück weiter die Straße hinab auf dich warten. Also war es einerlei, wen wir angesprochen haben. Aber wir haben jetzt einen Mord begangen, also einen Tod hervorgerufen. Da er der Gott von Tod und Wiedergeburt ist, müssten wir jetzt bei der Elfin wahrscheinlich das Gegenteil machen. Also ihr in irgendeiner Form helfen oder selber ein Opfer bringen. Sprechen wir sie mal an. Du beginnst in ihre Richtung zu gehen. Es sieht unnatürlich aus, wie sie steht. Sie ist zu still. Als du näher kommst, siehst du, dass ihre Beine sich zu einem schlanken Baumstumpf verengen. Statt Füßen besitzt sie knorrige Wurzeln. Sie hebt ihr Gesicht zu einer unsichtbaren Sonne empor. Ihre langen goldenen Haare haben die Farbe von Herbstblättern. Als du näher hinsiehst, erkennst du, dass ihr Kopf in Wahrheit mit Ranken und Reben bedeckt ist, aus denen strahlend gelbe Blätter hervorsprießen. Jedes der Blätter glänzt mit der Essenz einer ganzen Seele. Sie strahlt dich glücklich an. Langsam fallen die Blätter von ihrem Kopf und sammeln sich vor ihren Füßen. Sie verschmelzen mit dem Pfad unter ihr und fast unverzüglich sprießen neue Blätter anstelle der alten. Sie streckt ihre Hand nach dir aus. Wurzeln wachsen aus ihren Fingerspitzen. Sie lächelt noch immer. Ihre ausgestreckten Arme versperren den Weg. Komm, pflanze deine Seele im goldenen Hain.